Ja, also ich bin heute Morgen in den Garten rausgegangen und habe dann gehört, dass da drüber irgendwie Krach ist und habe gedacht, dass der Zelt aufgebaut wird. Und habe dann aber gesehen, dass die Nachbarn mit der Leiter da Rettung macht und dass es aus dem Fenster rausbrennt. Bin dann gleich übergesprungen und habe halt dann gesehen, dass es aus der oberen Wohnung rechts schon zum Fenster rausbrennt. Und dann waren aber, so wie es aussieht, schon alle Leute draußen und dann ist auch gleich die Feuerwehr gekommen. Ja. Ja, also gegen 9 Uhr am heutigen Vormittag gab es Alarmierung für die Feuerwehr Frickenhausen. Und es kam jetzt zum Gebäudebrand hier in der Gaststätte Mühlstein in Frickenhausen. Der Brand ist wohl in der Küche ausgebrochen und hat sich dann eben durchs Gebäude bis in das Dachgeschoss nach oben gearbeitet. Das Dachgeschoss ist vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr Frickenhausen und die Feuerwehren aus Nürtingen, Esslingen und Kirchheim sind mit 80 Einsatzkräften rund im Einsatz hier. Vom Brandschaden her kann man natürlich noch nichts Genaues sagen, aber es wird in die mehrere hunderttausend Euro gehen. Und momentan dauern eben die Nachlöscharbeiten noch an. Drei Personen sind wohl verletzt, allerdings nur leicht, und wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine Person konnte durch die Feuerwehr mit einer Leiter gerettet werden. Also beim Eintreffen war das wohl so, dass die Einsatzkräfte einen brennenden Küchenbereich im ersten Obergeschoss vorgefunden haben und dass es auf der Dachseite am Haupteingang der Wirtschaft schon am Dachfenster oben gebrannt hat. Also das war so der erste Eindruck, den die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten. Die Rauchsäule war relativ stark schwarz und ist sicherlich mehrere Meter in den Himmel gestiegen, relativ senkrecht, und die war sicherlich weithin sichtbar. Also auf der Anfahrt war noch keine Flamme sichtbar, die Flammen waren dann erst später sichtbar, wo dann die Dachhaut durchgebrannt. Das Dach war dann schon irgendwann im Vollbrand und ist dann auch durchgebrannt. Es hat natürlich schon eine gewisse Zeit gedauert, bis sich unsere Trupps im Innenangriff dann bis zum Feuer vorgearbeitet haben. Also es war sicherlich die extreme Hitzeentwicklung, die natürlich schon im unteren Bereich auch von den Treppenräumen war, und die Bauweise, die in diesem Gebäudeteil sehr verwinkelt ist. Das war das große Problem, dass man dort dann eben natürlich auch bedacht und mit Vorsicht an die Sache herangegangen ist, und deswegen war die Zeitdauer eben entsprechend. Wobei insgesamt der Einsatz relativ vorbildlich gelaufen ist. Der Einsatz der Feuerwehr war wirklich so, wir konnten also die Gebäudesubstanz noch zu großen Teilen erhalten. Und das ist eigentlich auf die gute Arbeit der Feuerwehr zurückzuführen. Zwei Bewohner konnten das Gebäude noch selber verlassen. Ein Bewohner wurde wohl durch die Feuerwehr über eine Leiter gerettet. Die Verletzungen sind eher leichter Art, also Rauchvergiftung, kleine Schnittwunde. Und die Personen wurden dann eben ins Krankenhaus verbracht, also durch den Rettungsdienst dann entsprechend versorgt. Der Rettungsdienst wurde ja mitalarmiert, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, und war somit eben mit uns vor Ort, um eben die Betreuung der Verletzten gleich zu übernehmen. Es war der zweite Großbrand innerhalb von 3 Tagen bei uns in der Gemeinde, und die Einsatzkräfte haben sicherlich eine gewisse Routine in dem Thema, aber momentan ist es einfach so, dass wir sehr kriegsstark schon hier sind, allerdings deutliche Unterstützung brauchen von außerhalb. Momentan sind an der Einsatzstelle 84 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen der Feuerwehr und 20 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst bzw. der örtlichen DRK-Bereitschaft.